Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed. Wir machen heute Outlaw-Rennen. Gewinner des Sprintrennen mit den Outlaw. Das machen wir mal. Teleportation. Travis hat ja schon geweint, dass wir nicht dabei sind. Und dass wir ihm nicht beistehen oder so. Keine Ahnung, er hat halt geweint. Ich mag Travis nicht. Mir ist auch ehrlich gesagt egal, was der weint. Muss ich ja ganz ehrlich sein. Ich muss mal ganz kurz das nachgucken, nach meiner Arbeit zum Beispiel. Aber aktuell kann ich mich nicht in den Webserver einloggen. Okay, gut. Dann fahren wir einfach mal das Sprintrennen. Engel fangen keine Teufel. Was auch immer das bedeuten soll. Sprintrennen mit den Outlaws. Mit einem Auto, das wir quasi nicht kennen. Und das ich gar nicht mal so geil finde, zugegebenermaßen. Ja, Bruder, wir fahren noch zu dir, aber erstmal muss ich noch ein paar andere Sachen klären. Ich möchte ja nicht die Sachen hier als letztes machen, die am uninteressantesten sind, meiner Meinung nach. Obwohl es ja jetzt irgendwie wieder zur Story gehört, weil es Travis ist. Ich möchte die Outlaws eigentlich fertig haben, bevor ich irgendwas anderes mache. Und ich denke, die Outlaws sollten wir heute auf jeden Fall schaffen. Das sollte nicht so das Problem sein. Ich meine, das sind nicht mehr so viele Events. Drei Stück an der Zahl. Eins davon laut Freddy zum Kotzen. Dafür müssen wir unseren Exige noch umbauen. Das mache ich dann noch, glaube ich, ganz unkommentiert. Ich meine, wir nehmen einfach nur ein bisschen Leistung raus. Das kann ich schon mal spoilern. Und mit ein bisschen meine ich wirklich nur ein bisschen, weil der Wagen hat nur ein bisschen Leistung. Also der Exige hat ja wirklich... Der hat ja nur 249 PS, glaube ich, oder hat er 250 sogar genau? Kann auch sein, dass er genau 250 hat. Und wir brauchen sogar noch weniger für das letzte Event. Das kann ich schon mal spoilern. Oh oh. Von daher... Ja. Ich denke tatsächlich, dass die Rennen keine bestimmte Reihenfolge haben bei Need for Speed. Oh, das war's schon. Ging schnell. Zugegebenermaßen. Minute 41,29 ist echt nicht so langsam. Let's go. Ja, komm, 11 Sekunden wegfahren, sollte es nicht so schwer sein. Hey, yo, du hast Eddies Wagen? Verdammt, das wird ihm wehtun. Hör zu, behalte ihn, verheize ihn, was auch immer. Aber wenn du ihn verkaufst, gebe ich dir einen guten Preis, nur um Eddies Gesicht zu sehen, wenn ich ihn fahre. Die alten Zeiten, Bruder. Travis kommt scheinbar auch aus Undergrounds, denke ich mal. Also, weil er jetzt von irgendwelchen alten Zeiten redet, könnte ich mir das vorstellen. Gut, sieh dir deine Nachrichten an. Yo, hier ist Travis. Hab was für dich. Okay, so. Ey! Spiel das doch weiter ab! Yo, hier ist Travis. Okay, er spielt das aus irgendeinem Grund nicht mehr ab. Yo, dann halt nochmal. Hier ist Travis. Hab was für dich. Okay, so sieht's aus. Du brauchst eine Karre mit unter 200 Pferden und hast 5 Minuten lang die Cops im Nacken. Viel Glück. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen nervig, aber nicht schwer, sage ich jetzt mal. Genau dafür bauen wir jetzt ganz kurz den Exige um. Und ich muss mal ganz kurz zur Tür. Da kam gerade kurz der Paketbote. Da musste ich ja mal kurz zur Tür. Und jetzt bauen wir mal kurz unseren Exige um. Weil mit dem 1000 PS Karren hier wird das nichts. Sag ich jetzt mal so. Ich hätte das Auto von Anfang an bauen sollen für Eddies Challenge, aber am Ende ist man immer schlauer. So. Gib mich das mal. Und jetzt hätte ich gern Leistung rausgenommen. Ich brauche genau 49 PS weniger. Ja, Ladeluft mal kühler. Unsere Brücke ist schon Serie. Ja, ne? Dann wollen wir mal wirklich alles raushämmern, was geht.
Hat der überhaupt Serie unter 200 PS? Ich hoffe doch. Ich glaube, der hat Serie schon über 200 PS, kann das sein? 219? Ah, der hat Serie über 200 PS. Das ist jetzt nicht so gut. Gut. Wir brauchen ein anderes Auto. Sage ich jetzt mal so, ne? Hallo, ich möchte gerne ein Auto kaufen. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel, denke ich. Ja, vielleicht ein Wengler. 108, 138, 128. Ein Honda Civic Type R, Alter. Ach, der ist ganz knapp drüber, ey. Geiles Auto übrigens. Also überhaupt nicht. Ja, die sind auch beide ganz knapp drüber, ey. Scheiße. Was nehme ich denn, ey? Die Auswahl ist schwierig. Ich glaube, hier kommt nichts mehr, was unter der Leistung hat, oder? Nee. Ich glaube, wir nehmen ein MX-5. Ein MX-5 finde ich ganz lustig. Oder wir nehmen natürlich ein Volvo. Ja, komm, wir nehmen MX-5. MX-5 ist cool. Dann bauen wir mal... Hallo. Dann bauen wir mal kurz ein MX-5. Volles Haus. Fülle jeden Parkplatz in deiner Garage aus. Ja, wir dürfen hier... ziemlich genau so viel Leistung reinhämmern. Gut. Aber alles andere dürfen wir ja Vollgas reinhusten. Das heißt, das machen wir auch mal. Natürlich Extreme Grip Reifen. Alles andere bringt im Endeffekt gar nichts, außer dass wir es einstellen könnten und ich es nicht tue. Und ich glaube, wir machen hier ein Zeit-Nitro rein, weil ich hiermit nicht sehe, dass wir viel driften werden. Achso, wir haben erst 134 PS. Warte mal, ich bin ja geistig komplett behindert. Ich habe falsch gelesen. Ich dachte, Topspeed wäre Leistung. Gut, dann können wir hier doch ein bisschen eskalieren. Ich wäre zufrieden damit, wenn es ein Sauger bleibt tatsächlich. Das macht mehr Leistung, das macht mehr Leistung, das macht mehr Leistung, das macht mehr Leistung. Okay, das macht jetzt alles mehr Leistung. Schade. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Optik-Tuning. Kann man hier ein schickes Bodykit reinhämmern? Man kann hier einen Hardtop draufwürfeln. Einen Hardtop hätte ich auf jeden Fall gerne, aber das ist kein Bodykit, Jungs. Scheiben kommen schwarz. Motorhaube kommt so. Nee, es tut mir leid. Die müssen schon bleiben. Was ist denn hier dran anders? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir machen hier... Moment. Ja! Mazda Speed drauf. Dann sieht er wahrscheinlich wirklich butzer aus, aber... Wir gucken erstmal nach... Nach einem Dingens wollte ich eigentlich gucken. Das wäre Mazda Speed. Ja, ja, mach mal. Dann kommt das Ding auf jeden Fall tiefer. Kann auf jeden Fall breit werden. Ich mach hinten auch schon mal breit. Ah, oh, ja, richtige Putzenkarre draus, oder? Gut, und dann kommt hier vorne vor so ein Monsterschwert. Gut, das hätten wir schon mal. Reifen, also Felgen gefallen mir überhaupt nicht. Felgen. Felgen wechseln. Hier darf auch sowas drauf, ne? Finde ich.
bei dir auch gut aussehen. So richtige Putzenfelgen, die ich eigentlich auf keiner Karre fahren würde. Die sehen auch gut aus. Ich muss sagen, ich bin ja eigentlich einfach nur ein V-Dieser, also V-Speichen-Mensch. Aber auf so einem Auto darf auch was anderes drauf, meiner Meinung nach. Hier dürfen auch so volle Felgen drauf für mich. Ich mag volle Felgen eigentlich übrigens überhaupt nicht. Ich glaube, ich nehme wirklich die von ganz am Anfang. Okay, ist nicht ganz vom Anfang. Da sind sie. Die in einer anderen Farbe. Ah, jetzt mal Felgengröße. Die sind schon ganz groß, okay. Das darf gerne so poliertes Bett sein. An allen Felgen anbringen. An allen Felgen anbringen. Bremsscheibe. Ist mir ehrlich gesagt scheißegal, Alter. Bremssättel sind schon Brembo. Ja, Brembo bleiben natürlich drauf, ne? Brembo einfach gute Bremsenmarke, ne? So, Toyos. Einfach weil es Butze aussieht. Okay, hier gibt es gar keine passenden Felgen, passenden Dingens dazu. Aber ich muss sagen, der hier sieht ganz passend aus. Auch wenn ich den echt nicht schön finde an sich. Ich finde die irgendwie auf dem Auto geil. Glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher. Warum? Was ist daran? Was ist daran inkompatibel? Der Seitenschwelle darf nicht dran sein. Okay, warte mal. Kann ich hier bitte wieder abbauen? Ich kann den nicht abbauen. Ich kaufe mal den. Ist das jetzt okay? Mazda Speed. Ja, jetzt dürfen wir. Okay. Jetzt können wir gucken, was wir hier ranhämmern können. Nichts außer den. Okay. Cool. Gut, Felge ändern. Auf die. Und jetzt kommt Farbe. Nee. Der Stern wird so und die Sekundärfarbe wird so. Richtig? Glaube ja. So, Felge haben wir. Reifen hätte ich noch gerne. Können hier nur Toyo gezogen drauf machen? Okay, dann kommt hier Toyo gezogen drauf. Ja, sind die gleichen, okay. Heckkotflügel haben wir, Heckleuchten. Ja, ich mag die alten. Stoßfänger. So richtig Butze. Perfekt. Dürfen wir nicht mit dem Stoßfänger fahren? Okay, machen wir mal so und dann machen wir mal. So. Okay. Ach, weißt du was? Ist ja eine Butzenkarre, ne? Gott, sieht das scheiße aus. Gott, sieht das scheiße aus. Aber jetzt dürfen wir keinen Spoiler mehr draufsetzen, schätze ich mal. Ja, keinen Spoiler mehr. Okay, wir gehen mal wieder so. Ja, jetzt können wir so einen richtig dicken Spoiler hier hinten drauf würfeln, ne? Ja, komm, rein damit. Was soll der Geiz, ne? Okay, ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie Butze Freddy dieses Auto findet. Und er hat absolut recht, es ist wirklich ein Butzenauto. Ich hätte jetzt gerne noch so eine Butzenbeklebung hier drauf. So eine richtige Butzenbeklebung. Wie lange teilweise auch da einfach das Laden dauert, ne? Das sieht doch Butze aus, oder? Okay, das sieht mir selbst ein bisschen zu Butze aus. Eine Rennsportbeklebung wäre cool. Was ist das hier? Ich fände Rot eigentlich gut. Deshalb war ich auch eben bei den Roten hängen geblieben. Was ist das hier?
hässlich, okay. Das soll Harlequin sein? Ja. Okay. Auch nichts drauf. Ich will doch einfach nur einen roten Mazda haben. Nee, ich glaube, den oben, den ich schon mal hatte, der sah am besten aus. Moment, was ist der hier? Oder der hier? Ich glaube, wir nehmen tatsächlich den. Weil der ist mir zu dunkles Rot eigentlich. Weil der auch gut aussieht. Okay, ich habe Putze gefunden. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, wir haben unser Auto gefunden für den Scheiß hier. Dann fahren wir das noch. Das hat jetzt relativ lange gedauert. Das heißt, wir werden ein paar wieder überziehen. Damit ich heute auch noch die Outlaws fertig machen kann. Habe ich den letzten Park Eddie fertig gemacht. Heute mache ich die Outlaws fertig. So richtig Butze, ne? Also jetzt mal no joke. Das ist Butze. Ich liebe das Auto jetzt schon, ne? Wo ist Outlaw? Ich grad blind? Achso, entkomme einer Verfolgung. Oh Gott, dann könnte das jetzt sogar noch richtig nervig werden. Warte mal. Wo ist denn hier eine Polizeistation? Hier, da ist eine Polizeistation. Junge, du hast nur 200 PS, du kannst überhaupt nicht so durchdrehen. Das Auto ist übrigens echt langsam, möchte ich mal kurz anmerken. Aber wir haben 6,5 Kilo Nitro drin. Das ist schon mal ganz gut. Ach Gott, ich liebe das Auto jetzt schon. Auch mit diesem unglaublich hässlichen Schalldämpfer da hinten dran. Hallo Freund, komm mal mit. Die Aufgabe ist nur nach 5 Minuten Verfolgung zu entkommen, oder? Ja. Gut, das heißt ja einfach nur, wir müssen hier ganz langsam lang schünkeln mit dem. Also ich denke, es wird jetzt 5 Minuten lang nichts Interessantes passieren. Das gilt ja hier alles noch nicht als Verfolgung. So, jetzt haben wir Widerstand. Gut, dann würde ich sagen, passiert jetzt 5 Minuten lang nichts Interessantes, außer dass wir langsam vor dem wegfahren. Und hoffen, dass er uns nicht verliert. Innerhalb von 5 Sekunden. Ich weiß auch nicht, was wir währenddessen erzählen sollen. Also ihr könnt jetzt prinzipiell 5 Minuten vorspulen. Es wird nichts Interessantes passieren, gehe ich von aus. Ich kann ein bisschen über mein Auto erzählen. Ich weiß noch nicht, wo ich genau stehen geblieben war. Mein Auto springt ja immer noch scheiße an, obwohl jetzt Injektoren neu sind. Ich habe das Radlager getauscht. Habe mich dazu entschieden, die komplette Vorderachse zu machen und nicht nur den linken und unteren Querlenker. Ja, das ist der aktuelle Stand tatsächlich. Und ich hätte ihn abgehängt. Nein, doch nicht ganz. Okay. Ja. Das ist der Stand aktuell. Meine Werkstatt hat gerade keine Zeit, um ein paar Sachen zu überprüfen, leider. Ich wollte nämlich, dass sie mal überprüfen, ob der Raildruck stimmt und der Druck der Vorförderpumpe und der Druck des Rücklaufs und dass sie einmal Kompressionen messen und gucken, ob ich Abgas im, also einen CO2-Tester an den Kühlkreislauf hängen. Weil wenn ich CO2 im Kühlsystem habe, habe ich ein Problem. Dann habe ich eine kaputte Zylinderkopfdichtung sehr wahrscheinlich. Kompression, ähnliches Problem. Ist entweder der Kopf hin oder der Block. Wäre auch beides sehr teuer. Ja, aber da habe ich leider erst Anfang Mai einen Termin. Weil meine Werkstatt gerade komplett überlastet ist. Genau, und ich wollte, dass sie noch gucken, ob ich über 250 Umdrehungen im Starten habe. Das ist nämlich wichtig, sonst springt der Motor auch nicht an. Ich weiß nicht, ob das eine Vorsichtsmaßnahme bei den Autos ist. Sprit ist auf jeden Fall da. Ich weiß nur nicht, ob in der richtigen Menge. Das ist halt auch noch so eine Sache. Verglühanlage ist gecheckt. Injektoren sind neu. Es könnte auch die Hochdruckpumpe sein, deshalb Raildruck einmal prüfen. Wäre halt einmal wichtig, aber ansonsten. Möchte ich mal kurz anmerken, ich bin dir beiseite gefahren, ja? Du hast mich nicht getroffen. Also, ich habe dich auch nicht getroffen. Ja, ansonsten habe ich gerade keine Ahnung, was mit dem Auto sein könnte. Weil wenn er warm ist, springt er besser an. Nicht viel besser, aber ein bisschen.
Ich habe echt keine Ahnung, wo uns liegt. Also wirklich gar keine. Kotzt mich auch maßlos an, weil ist halt extrem ärgerlich. Das Auto war ja nicht günstig. Also war jetzt auch nicht übertrieben teuer, aber es war schon Kohlen. Und da habe ich ja relativ viel Geld noch reingesteckt. Ist ja gerade erst Zahnräder neu gekommen, mit Wasserpumpe, die Injektoren jetzt. Was habe ich noch neu gemacht? Radlager vorne links. Habe ich jetzt gerade neu gemacht. Ein paar neue Reifen sind drauf, aber das kann man nicht werten. Ein paar neue Reifen gehören aber dazu. Am Turbo könnte es noch liegen, das glaube ich aber tatsächlich nicht. Das wird sich mir nicht erläutern. Also, es wird sich mir schon erläutern, aber nicht so stark. Weiß ich nicht, muss man mal gucken. Neuer Turbo ist auf jeden Fall auch angedacht tatsächlich. Aber das ist halt wieder, ich glaube, der kostet 400 oder 500 Euro, das ist halt richtig Arsch, ne? Neue Batterie sollte ich mal reinwürfeln, die ist nämlich überhaupt nicht groß genug für das Auto eigentlich. Da ist jetzt aktuell eine Batterie aus einem Mercedes-Benziner drin. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was für eine. Ist auf jeden Fall eine original Mercedes-Batterie drin. Die waren wir bei irgendeinem Auto dabei, was wir gekauft haben. Und ja, das ist alles ein bisschen kot. So Freunde, eine Minute noch, dann haben wir es endlich. Dauert ja auch alles nur ewig und ich fahre relativ langsam, damit ich den Jungen nicht verliere. Mit relativ mal langsam meine ich eigentlich extrem langsam, was auch immer da gerade passiert ist, würde ich gern wissen. Kommst du, Freund? Ich muss ihn noch 40 Sekunden behalten. Naja, ansonsten am Uno ist es leider noch nicht weitergegangen. Und sobald es da weitergeht, gibt es natürlich wieder Videos. Was auch immer gerade mit meiner Kamera los ist. Allerdings habe ich aktuell noch kein Schweißgerät und deshalb komme ich da auch nicht weiter. Und im Schuppen, wo der eigentlich weitergemacht wird, steht aktuell ein Schrank rum, den ich gekauft habe, weil ich einen neuen Kleiderschrank brauchte. Wir entkommen jetzt mal. Ah, man kann hier nicht auf Hinterhöfe. Gut, entkommen dürfte nicht zu schwer sein, auch nicht in dem Auto hier. Wir geben einfach mal Gas. Hallöchen. 184, Gott, ist das Auto langsam, ey. Hat ein MX-5 einen Wankelmotor? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, es ist ein ganz normaler Vierzylinder, oder? Oh, das war jetzt schwierig, dem zu entkommen. Oh nein. Die Aufgabe war so schwer. Ich weiß gar nicht, wie ich sie schaffen soll. Oh, ich habe sie geschafft. Oh, Junge, wie abgefahren. Das wird sich schnell rumsprechen. Du meinst wohl eher wie fucking langweilig, Alter. Gut. Wir machen diesen Part wohl doch noch nicht den Scheiß fertig. Weil er sich auch einfach nicht meldet. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss!